Frau Merkel wird immer noch auf Steuerzahlerkosten frisiert. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat für die alte Schachtel im Ruhestand werden rausgeschmissen, um sie allein zu frisieren. Wir sind mal angetreten bei der Bundestagswahl beim letzten Mal und haben gesagt, jede Stimme für die AfD ist, bringt uns dem Haftbefehl für Angela Merkel oder gegen Angela Merkel einen Schritt näher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese 4.000, 5.000 Euro im Monat würde ich weniger gerne in ihre Frisur investiert sehen, als in eine umfassende Unterbringung in einer sicheren Justizvollzugsanstalt in Deutschland. Aber daran arbeiten wir auch und bei der nächsten Bundestagswahl wird das auch so sein.